Mein Tag beim SCM. Unter diesem Motto lud am Dienstag, dem 24. April 2018, die Strelo GmbH als Partner des SC Magdeburg in die GTEC Arena ein. Wer bei einem Facebook-Gewinnspiel des Gesundheitsdienstleisters gewonnen hatte, der war zu einem Mannschaftstraining der SCM-Handballer eingeladen. Nur zugucken hält aber nicht fit, also hieß es erstmal rein in die Sportklamotten. Dann ging es ab in die Aufwärmhalle. Hier hatte Felix Eckert zum Training gerufen. Nach einem lockeren Aufwärmen ging es mit professionellen Dehn- und Stabilisierungsübungen weiter. Stimmt seitwärts und führen immer Ellbogen und Knie so zusammen 10-mal Leibbein in der Hand. Und 10 links und 10 rechts. Dabei konnten selbst die Jüngsten beweisen, wie fit sie sind. Nicht fehlen durfte natürlich das Trainingsspiel. In bunt gewürfelten Mannschaften ging es gegeneinander. Den ein oder anderen hatte sogar der Ehrgeiz gepackt. Geschafft, aber glücklich. Dann war erst einmal Pause. Zeit, um die Eindrücke des Trainings zu verarbeiten. Also er hat es sehr abwechslungsreich gemacht, war von jedem ein bisschen was dabei und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, dadurch, dass es so abwechslungsreich war. War schön. Ja, ich meine, ich bewege mich ja sowieso schon ein bisschen, weil ich ja selber Handball spiele und ins Fitnessstudio gehe. Aber war schon ganz schön anstrengend. Ja, ich selber treibe selber Sport und bin eigentlich, habe eine eigene Grundfitness, natürlich nicht wie unsere Profis. Und jetzt freue ich mich darauf, die Profis hier beim Training zuzusehen. Bennett Wiegert gibt Anweisungen, aber nicht für die Strelo-Gewinner. Die hatten sich jetzt ihre Ruhepause verdient und durften den Profis zuschauen. Nach dem etwas dynamischeren Training von Matze, Mika und Co. ging es dann in die Schlussrunde. 7 Meter werfen gegen Yannick Grehn. Und der ist ja immerhin Olympiasieger. Ein Erlebnis für alle, das nicht einmalig bleiben muss. Wir wollten das eigentlich zu einer regelmäßigen Reihe werden lassen. Das heißt, einmal im Jahr wollen wir diesen Fanabend organisieren. Des Weiteren haben wir auch einen Fan-Kochabend schon gehabt. Das heißt, da konnten Fans gegen die Spieler des SCM kochen. Das ist auch in naher Zukunft wieder geplant. Man darf also gespannt sein. Die 30 Teilnehmer dieses Tages beim SCM sind fürs Erste fit und sehen, wie die Profis einem ereignisreichen Mai entgegen.